Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. So, und wir sind hier gerade in einem Barbershop, also ein Friseurladen. Und ja, da sind alles kleine Baby-Maulwurfsratten. Und wir haben hier so einen Abwehrmittelstick und den können wir eigentlich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, der ist oben so grün, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob der bei den Viechern was hilft. Alter. Ist ja voll ekelhaft. Der betäubt die irgendwie. Naja, aber immerhin, wir haben die Mission erfüllt. Yay. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Whiskyflasche. Ich sehe mich hier natürlich wieder um, ist klar. Trinkglas. Leere Nuka-Cola-Flasche, geht mir doch volle. Geld. Geld kann man immer gebrauchen. Ich finde das eigentlich irgendwie schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass. Obwohl die Regierung zu Fall gebracht wurde und das Geld eigentlich nichts mehr wert sein sollte oder dürfte, trotzdem das Papierzeug immer noch einen Wert hat. Verstehe ich eigentlich gar nicht. So. So, das war der mit der Baseballmütze. So, ja, hier haben wir noch eine schöne Tür. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Was machen wir mit der Tür? Weiß ich gar nicht. Soll ich nochmal probieren, da so reinzugehen? Ah, ich treffe den kleinen Stinker nicht. Haben wir alle erledigt? Jupp. Wir haben alle erledigt. Dafür gibt es ein bisschen Chat und ein bisschen Psycho. Naja. Und eine Blechdose. Das ist nicht gerade unbedingt die Belohnung, die ich mir jetzt erhofft habe. Abwehrmittelstick ist irgendwie. Ja. Schön. Mir fehlen dazu die Worte, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, hier haben wir noch ein bisschen Zigaretten. Da oben haben wir noch eine Schachtel Zigaretten. Da haben wir noch Vorkriegsgeld. Da haben wir noch Zigaretten. Ich gehe gleich nochmal zum Sammler, deswegen nehme ich das Zeug gerade nochmal mit. Okay, das war's hier drin. Moment, Lügen wie im Kongress. Es zahlt sich doch immer aus, nochmal genauer hinzusehen. So, Sprache um 1 erhöht. So, dann gehen wir nochmal raus, gehen wir nochmal zum Sammler rüber. La 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 la. Verkaufen die doch mal das Rauchzeug. Ja, Uha, ja. Sammler. Verkauf. Ein paar. Ja. So, hat er noch immerhin ein bisschen was und Stange Zigaretten, Stange Zigaretten und noch eine Schachtel Zigaretten. Kommt, dann ist eh vorbei. Wir können hier sowieso nichts mehr brauchen. Nö. Somit hat der Sammler kein Danke. Geld mehr und wir haben wieder ein paar Kronkorken mehr.
Immerhin 2800. So, wir müssten aber, glaube ich, noch zwei, drei Maulwurfsratten erledigen. Ich meine, wir könnten die Mission jetzt auch so beenden. Aber um den Bonus sozusagen zu bekommen. Da steht ja irgendwie noch sieben weiteren Maulwurfsratten ausprobieren. Und das möchte ich gern noch. Wir hatten sowieso den Marker hier runter zu gehen. Also werden wir das auch tun. So, was erwartet uns hier? Aber irgendwie scheint der Abwehrmittelstick die Maulwurfsratten zu betäuben. Zumindest wenn man sie mal trifft. Das sind große Maulwurfsratten. Na gut, Standardgröße eben. So, ich speichere mal. Sind die blöd oder einfach nur? Lebt der noch? Nö. Ich will jetzt nicht alle auf einmal auf mich ziehen. Vielleicht kann ich mich da ja anschleichen. Dann voll auf den Arsch. Haha. Oh oh, okay. Nein, du bös. Au. Arsch. 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 Jetzt sind wir wieder verkrüppelt. Aua. Aber das Teil scheint irgendwie zu funktionieren. Auch wenn unser Fuß wieder verkrüppelt ist, verdammt. Also die nächste Maulwurfratte blase ich so über den Haufen. So. So wird das gehandhabt. Au, so, wo hatte ich denn das Teil? Hier hatte ich das. So, Broken Bones. Apply Medical Brace. Okay. So, darf ich jetzt wieder schnell laufen? Oder darf ich nicht? Oder... Haben wir dadurch Tragekraft verloren? Oder wie? Muss ich mal kurz in die Stats... schauen. Minus 5 Pfund Bewegung. Nein, ach komm. Da lade ich nochmal lieber. Ach komm. So. Dann haben wir die Mission erfüllt. Ratten gesocks. So, da sind aber noch ein paar. War ja noch ein Raider rum.
Möchte ich natürlich gern ausnehmen. Der soll ja nicht seine ganze Munition verschießen. Die will ich für mich haben. So, Radar. Naja, immerhin eine. Oh oh. Schnauze. Oh, eine ist da noch. Ruhe. Na toll. Oh, ich sehe gerade, unsere Munition geht auch wieder so langsam zur Neige. Wir sollten mal vielleicht auf eine Nahkampfwaffe ein bisschen umsatteln. Was hat denn der 11? Da nehme ich lieber das Combat Knife. So, okay, jetzt können wir wenigstens mal wieder guten Gewissens zu Moira zurückkehren. Terminal leicht, das könnten wir doch mal hacken. Das können wir ja immerhin. So. Ja. So. Stating. Ah, wir sind Meisterhacker. Super. So, was haben wir denn hier? Sperre aufheben. Tada. Was gibt's denn hier Schönes? Da war's drin, was Schönes. Ein paar Bücher. Mal alle raus. Nö. Sonst was Interessantes? Nö. Hier. Hier sehe ich nur Schnaps und Whisky. Nö. Kann auch weg. Persönliche Truhe. Ah, toll. 50. Granatenkiste, auch 50. Der ist leer. Grrr. Alter, ich will da rein. Was haben wir denn überhaupt? Fertigkeiten. Dietrich. 40. Das müssen wir beim nächsten Level up unbedingt skillen, damit wir mal hier wenigstens mittelmäßige Sachen hier aufbekommen. So, okay, gehen wir weiter durch den Abfluss hier, beziehungsweise durch den Untergrund, oder gehen wir weiter oben rum? Ich weiß gar nicht, wo wir hier rauskommen überhaupt. Hier ist ja auch noch eine Tür. Schauen wir mal. Tote Maulwurfsratte. Tote Maulwurfsratte. Okay, Vorkriegsgeld. Ein paar Gleisnägel. Löschschlauchspritzdüse. Ein paar Hämmer. Elektrische Leiter, das machen wir alles nicht. Gib mir doch was Gutes. Leere Dosen. Nein, nein, Hammer. Eine Kronkorkenmine. Na, wer sagt's denn? Wer ordentlich sucht, der findet auch hin und wieder mal was. Ah, was haben wir denn hier? Werkzeugschrank, aber leer. Leer. Werkzeugkasten. Nicht so. Verdammt. Also komplett sinnlos eigentlich. So, wo ging's denn jetzt unten? Ging's unten noch weiter? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich leider jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist egal, ich laufe nochmal schnell runter und dann. Hier haben auch mehrere Türen. Oh, okay. Dieser Weg hat sich erledigt. Und hier. Geht's in die U-Bahn.
Okay, ich schalte mal kurz das Licht aus. Wer ist das? Sieht mir nach einem Raider aus. Bleibt der so stehen? Oder nicht? Ich könnte mich nämlich probieren anzuschleichen. Hier liegen alles Minen rum. Das finde ich super Zeug zu mitnehmen. Ah, ist da jemand drin? Oh, oh, jo. Bumm. Wo ist der eine hin? Wo ist der eine hin? Okay. Ödlandarzt Arbeitsanzug. Brauche ich nicht. Ich würde aber gern wissen, wo der eine hin ist. Wow, du Arsch. Du Arsch. Nein, ich kann nichts mehr nehmen. Verdammt. Grrr. Da kommt er. Da spende ich gerne 308er. Da spendiere ich doch gern eine. So, das müssen wir auf eine andere Taktik machen. Oh. Wir sind gerade zu schwer geworden. Sollte aber kein Problem sein. Wir nehmen einfach das hier. La la la. So, hier eine. Na 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 na. Ja, genau. Oh, was? Da! Ah, verdammt, immer wieder. Nein. Ach, verflucht, hat so schön funktioniert. Das hätte so schön funktioniert. Schade. Schade, schade, schade. Ne, noch ein bisschen noch. Oh. Die Frage ist, kommt da jetzt noch jemand? Dieser arme Knalltkopf tut mir fast ein bisschen leid. Fast. Die haben teilweise so einfach herrliche Sprüche drauf. So, jetzt speichere ich. Hallo. Oh, da hat uns gar nicht gesehen. Komm, ich will eigentlich keinen Schuss verschwenden. Hallo. Wo ist er denn hin?
Hallo? Na, vielleicht können wir uns doch ein bisschen reintrauen. Na, 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 na. Vielleicht ist er ja so doof und läuft direkt über die Mine. Na komm, lauf über die Mine. Nein. Er will nicht über die Mine laufen. Blöder Hund. So. Einen Schuss kann ich entbehren. Immerhin, wir bekommen 3 zurück. So. Stange, Zigaretten? Nee, dauert mir zu lange. Durchschnittlich, natürlich. Ich muss mir das unbedingt merken, dass wir hier noch mal runter müssen, denn wir. Ah, gut, wir müssen so viel noch mal runter. Wegen durchschnittlich verschlossener Schlösser. Also eigentlich können wir ohne schlechtes Gewissen alles noch mal absuchen. Kühlschrank. Zuckerbomben, ich kann nichts mehr mitnehmen. Oder können wir. Food, Water. Gut, wir könnten was trinken. Und mal ein bisschen was Kleines essen. Dirty Water, komm, trinken wir mal. Warum auch nicht? Dann ist es weg. So, was können wir denn Schönes? Majorlook Kirk. Majorlook Cakes. Warum nicht? Iguana on a Stick. Sugar Bombs. Nee, nehme ich gerade gar nichts mit. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Erste Hilfekasten. Schön. Munitionskiste, alles leer natürlich. Aber hier, ach, schön. Schön. Wir könnten hier sogar eine Kampfrüstung abstauben. Alter, der hat hier Minen. Combat Shotgun. Yay. Rock Salt Schlüssel und Shotgun Shell. Okay, die Combat Shotgun, die nehme ich. Ja, können wir natürlich nicht reparieren. Nein, natürlich nicht. Alter, der hat hier Minen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wichtiger ist. Ist jetzt Essen wichtiger und Wasser oder sind doch Waffen wichtiger? Ich weiß es nicht. Es ist hier verdammt nochmal alles wichtig. Das ist es ja. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Aber ich würde gerne die Minen mitnehmen. Können wir nicht irgendwas entbehren? Lü. Was könnten wir denn entbehren? Dandy Boy Äpfel. Da könnten wir mal. Nam 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 nam. Senkt immerhin unsere Ratten ein bisschen. Ja gut, wir müssen es fast liegen lassen, denn wir können es nicht mitnehmen. Schade, ist aber so.
Komm, dann mache ich hier einfach so. Ey, rein in die Munitionskiste. Dann lege ich es hier in die Munitionskiste rein. Da zwei rein. Mehr. Oh, Mann. Oh, weh, oh, weh. So viel Zeug hinten lassen, das tut mir schon weh in der Seele. Aber. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Die haben mir alles zugemient. Alter, ich will das alles mitnehmen. Kann ich hier nicht etwas hier lassen? Verflucht. Komm, wir bekommen eh gleich 6 nochmal. Nein! Nein! Ich hab dir eine übersehen. Ach, Scheiße. Verdammt. Na gut, ich glaube, ich mache hier eh einen Cut. Okay, ich mache hier einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn wir uns wieder selber in die Luft jagen mit Fallout 3.